Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, zu einer neuen Episode auf diesem Kanal. Es ist der 10.06.2018 und wir fokussieren uns heute konkret auf den Bitcoin-Dump. Wir analysieren die Lage jetzt, wir schauen, ob die Zeit jetzt ist, wirklich in Panik auszubrechen und ob es noch weiter nach unten gehen könnte. All das machen wir heute noch im Video. Davon noch ein kurzer Hinweis auf meine Telegram-Gruppe, den Link dazu findest du in den Kommentaren. Es würde mich mega freuen, wenn du reinschaust. Wir sind jetzt hier am Bitcoin Daily Chart und wir haben wie immer den klassischen Dump gesehen zwischen 1 Uhr und 4 Uhr morgens. Ist wirklich beachtlich, dass die meiste Price Action am Bitcoin Chart immer in der Zeit zwischen 1 Uhr und 4 Uhr morgens stattfindet. Das könnte natürlich korrelieren, dass zu dieser Zeit auch die Asiaten im Markt sind und die Amerikaner, weil wir durch die Zeitumstellungen beide dieser starken Parteien am Markt haben, muss aber natürlich auch nicht damit zusammenhängen. Aber es ist wirklich sehr beachtlich und sehr bemerkenswert, wenn ihr wirklich den Bitcoin jetzt seit den letzten Monaten des Bärenmarkts verfolgt, dass wirklich 90% der Price Action in diesem Zeitraum passieren. Da müsst ihr wirklich mal drauf schauen. Es passiert auf den ganzen Tag nichts und dann zwischen 1 Uhr und 3 Uhr morgens passieren Kerzen, irgendwie 2-3% Ausmaße haben. Die Frage ist jetzt, was kann man hier machen? Ihr könnt natürlich entweder auf BitMEX gehen und probieren mit Shorten nochmal euren Bitcoin Stack zu vermehren oder eben nochmal bei anderen Coins nachzukaufen. Das Ganze kann man wie heute auch machen. Ich habe auch einen Coin für euch dabei, wo ich gezielt auf einen Einstieg warte, weil ich davon ausgehe, dass der Coin noch massiv am Plus machen wird. Wir sehen jetzt hier die Trendline hinten. Die Trendline wurde jetzt zum vierten Mal getestet und die Frage ist natürlich, schaffen wir einen fünften Touch oder bouncen wir jetzt überhaupt gar nicht mehr und brechen direkt durch? Natürlich, je öfter eine Supportlinie getestet wird in einem Bärenmarkt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für mich, dass wir die Supportlinie auch brechen. Warum? Je weniger der Bounce wird von dieser Supportlinie, desto weniger Bullen werden bei dieser Supportlinie auch einkaufen. Müsst ihr euch vorstellen, die Leute, die jetzt hier gekauft haben, die haben gesehen, okay, wir haben jetzt einen Bounce gesehen von 4%, ist das wirklich mein Setup wert? Und die gleichen Leute haben jetzt zwar hier gekauft, die Bullen haben es noch geschafft, diese Trendlinie zu verteidigen, aber wenn wir jetzt hier keinen starken Bounce sehen werden, und ich rede wirklich von einem starken Bounce im Bereich $300-$400 nach oben, dann werden diese Bullen hier auch ziemlich verzweifelt werden und womöglich ihre Position an dieser Trendlinie aufgeben, was für ein bearisches Szenario Richtung 6.800 sprechen würde. Ich würde euch sehr ans Herz legen, hier etwaige Long-Positionen eventuell noch nicht zu sehr aufzubauen. Wenn ihr das natürlich machen wollt, dann würde ich euch auch empfehlen, wobei ich natürlich euch gar nichts empfehle, weil ich kein Anlageberater bin oder kein Investmentberater. Aber was ich konkret machen würde, wenn ich hier long gehen würde, was ich natürlich nicht mache, weil für mich das Setup nicht gut ist, ich würde meinen Stop-Loss wirklich sehr knapp darunter setzen, also in diesem Bereich hier rein auf 6.800 wahrscheinlich eher noch, obwohl wir bei 6.600 sind. Also ich würde es maximal auf 6.600 setzen. Das ist jetzt hier unten zu lang, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann maximal die Resistance hier oben targeten, weil ich kann mir beim jetzigen Momentum auch schwer vorstellen, dass wir 8.600 brechen werden. So, was stimmt mich noch bearish? Was mich noch bearish stimmt, ist einfach der RSI. Wir sehen hier am RSI, dass wir wirklich hier komplett abnehmen. Wir haben wirklich kein bullisches Momentum hier am RSI. Wir gehen mit einem steilen Tempo, mit einer steilen Linie nach unten und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass hier jetzt Folgendes passiert, nämlich, dass wir hier konkret ausbrechen und direkt wieder nach oben gehen. Die größere Wahrscheinlichkeit ist natürlich, dass wir entweder so nach unten gehen oder dass wir hier nochmal dagegen stoßen und dann erst nach unten gehen. Also hier ist wirklich sehr, sehr Vorsicht geboten, das Momentum ist wirklich sehr bearish, man könnte natürlich jetzt auch wieder von hier bouncen, aber ich gebe euch nur die Wahrscheinlichkeiten wieder und die Sachen, auf die ich achte und warum ich jetzt hier konkret noch nicht long gehen würde, bevor wir einen starken Bounce nach oben sehen. Wir wechseln jetzt auch auf den Bitfinex-Chart. Und am Bitfinex-Chart haben wir nämlich die ganzen Indikatoren, die ich jetzt hier drin habe, nicht. Und wir sehen uns auch hier nochmal auf den Daily-Chart an. Wir haben wieder den Death-Cross gesehen, ähnlich wie vor 2-3 Jahren, wo wir erst den Gold-Cross hatten und danach wieder einen Death-Cross und danach den endgültigen Death-Cross. Stimmt mich jetzt auch nicht zu sehr positiv, aber wenn ihr vielleicht mein Death Cross Video von damals gesehen habt, kann man statistisch belegen, dass ein Death Cross nicht wirklich signifikanten langfristigen Einfluss auf den Markt hat. Was mich eher negativ stimmt, ist der Weekly Chart. Ich stehe uns den Weekly Chart jetzt hier an. Ich bin zwar hier noch am Log Scale, aber wir switchen ja gleich auf den normalen Scale. Wir sehen hier die 50-Day Moving Average. Das ist eine Linie des exponentiellen Durchschnitts. Und was wir hier sehen, ist, dass die Wochenkerze hier jetzt konkret auf dem besten Weg ist, unter dieser
50-Day-Moving-Average zu schließen, ein zweites Mal zu schließen. Hier waren wir noch knapp drüber, aber heute sieht es wirklich aus, als würden wir ein Stück unter dieser 50-Day-Moving-Average schließen, was natürlich mit bis Long-Term wieder ein sehr starkes Zeichen für die Bären ist und ein sehr schlechtes Zeichen für die Bullen. Wäre jetzt mal konkret meine Analyse, wenn ihr wissen wollt, in welchem Wave-Cycle wir gerade sind, muss ich euch ein wenig enttäuschen. Ich tue mich momentan schwer mit Zählen, man könnte das hier zwar als eine Art ABC Korrektur interpretieren, aber dann wäre mir das C einfach viel zu lang, weil wenn wir eine Art Flat hätten, also hier Flat, wo das B immer gleich hoch ist wie das A, dann wäre das C maximal in diesem Bereich zu targeten und dann wäre das C wirklich schon exorbitant lange. Wenn wir aber wirklich sagen, dass das eine ABC-Correction ist, dann hätte ich auch noch ein bearisches Zeichen für euch, weil wenn wir wirklich konkret die A-Welle abmessen, dann wären wir bei der 1-to-1-Extension schon durchgerasselt, was darauf schließen würde, dass wir mindestens auf die 161.8-Extension durchrasseln, die bei 7.099 wäre. Also konkret seht ihr, ich habe nicht wirklich viel bullische Zeichen für euch, deswegen würde ich sagen, switchen wir noch auf einen anderen Chart. Nämlich bin ich jetzt hier auf WeChain. Ich warte bei WeChain konkret auf einen Einstieg. Diesen Einstieg werde ich auch mit FreeCommerce dann durchplanen und eben bei FreeCommerce hier mein Setup einrichten mit Trailing Stop, wenn ihr zu FreeCommerce eben mehr erfahren wollt, dass die Rückmeldung, sorry, zu FreeCommerce war sehr positiv, deswegen werde ich natürlich auch mehr Videos machen zu FreeCommerce. Dann schau konkret mein letztes Video, aber ich werde mit FreeCommerce diesen kompletten Trade managen bei WeChain. Aber die Frage ist natürlich, warum WeChain? Ich warte konkret hier auf eine Einstiegsposition in diesem Bereich von der 0,5 Extension bis zu dieser Trendlinie nach hier nach unten. Also dieser Bereich sollte stark halten. Ich gehe davon aus, dass ich ab hier einkaufen werde, weil wir bei WeChain am Ende des Monats den Mainnet Launch haben und weil wir die letzten Monate beobachten haben können, dass die Coins mit einem Mainnet-Launch immer komplett durch die Decke gegangen sind. Und diesen Vorteil möchte ich jetzt auch bei WeChain nutzen und werde hier bei WeChain eine starke Swing-Position aufbauen für den Juli. Wie gesagt, wenn ihr eben nicht shorten wollt oder shorten könnt, dann schaut, dass ihr solche Möglichkeiten nutzt und eben solche Coins nachkauft. Mache ich alles automatisch auf FreeCommerce. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, schaut mein letztes FreeCommerce-Video. Das war es jetzt auch schon zu dem Update heute. Ich kann euch wirklich nicht mehr berichten. Ich würde gern bullischer sein, was den Bitcoin betrifft. Aber wir sind momentan einfach bearish und wir müssen das Ganze einfach realistisch betrachten. Bis dahin hoffe ich, dass wir in den nächsten Tagen natürlich vielleicht noch einen Umkehr des Momentums sehen, aber wie gesagt, dazu muss ich erstmal hier eine große Kerze nach oben sehen. Bevor wir das nicht sehen, ändere ich meine Meinung nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euer Technical Crypto.